Herzlich willkommen hier bei Clave, Quick Breaker. Also eine Sixth angezockt. Ja, ich zeig einfach mal hier ein paar Sachen, Levels, die ich gemacht habe. So zwischendurch, mein Level mal gepackt und so weiter. Gibt auch verschiedene Richtungen. Noch, so, halt hier ist so quasi, wie ihr, jeder wo könnt, hier Arcanoid. Davon gibt es mittlerweile ja ziemlich viele. Jetzt hier so Clones, berechnet, aber das ist noch ziemlich cool hier. Das hier ist jetzt von unten. Dass man Ball schließt dann nach oben, klar, da fallen die Dinger da runter. Du musst halt quasi die Kästchen treffen, manchmal 1, 2, 3, 4 Mal, je nachdem wie die aushalten. Und dann fallen auch hier so, hier beim Spiel fallen so Gegenstände runter, die kann man einsammeln. Danach wird hier der, unten das Modul, wo man hat, wird dann länger, größer, ja, hat eine größere Fläche. So, dann kann man den Ball noch machen, dass er später Feuer hat. Mehrere Bälle gibt es, 1, 2, 3, 4. Muss man die gleichzeitig halt irgendwie gucken, dass man das auf die Reihe kriegt. Hier sieht man, wie der Ball halt fliegt. Da ist ein bisschen Können ist auch gefragt, aber eigentlich sonst recht simpel. Aber ab und zu verliert man trotzdem mal der Ball und der fliegt dann aus rein. Also irgendwann ist die Konzentration ja auch weg. Also sonst geht das um. Ja, hier bei dem Spiel müssen auch alle. Eigentlich ist es eigentlich bei jedem so ein Arcanoid-Spiel ist das immer, Brickbreaker-Spiel ist immer, dass man hier quasi hier die Steine alle wegmacht. Vorher hat man Level normalerweise mitgepackt. Gibt da so ein, zwei Ausnahmen, wie im anderen Video vorher, wo ich gezeigt hatte. Da muss man nicht alle Steine kaputt machen, einfach nur im nächsten Level weiterkommen. Hier muss man alle Steine kaputt machen, sonst kommt man ganz weiter. Damit läuft auch gar keine Zeit. So, jetzt hat man da drei Leben, ja, wenn nicht, muss man Level Nummer 9 machen. Man sieht ja hier, es gibt mehrere dazu aus, weil ich zeige jetzt hier auch ein paar. So, wie das aussieht hier, ja, man kann auch komplett vorbeischießen. So, man sollte, wenn geht, da die komischen Pillen, die Dinger da, wo die runterfliegen, die sollte man ruhig einsammeln, also so Upgrades quasi für jedes Schiff, wo man hat. So, dann kann man ab und zu hier noch schießen, aber das heißt, das ist neu hier. Okay, hier ist ein anderes Spiel. So, da hatten wir so einen Feuerball. Am Ziel kann man machen, dass der Ball dann da stehen bleibt auf dem Modul und dass man den erst später abschießen kann, also wenn man will. So, der Dinger könnte man jetzt so einsammeln. Erstmal mit Marschuch. So, dadurch wird man stärker, je nachdem, anders Upgrade, andere Sachen. Haben wir eben gerade gesehen, dass man abends noch so schießen kann und so weiter. So, ja, dann hier ist die Level gepackt. So, jetzt kommt hier so ein anderen Level. Und ich glaube, hier die komischen weißen Steine da, das ist so eine Mauer, die kann man echt nicht kaputt machen, glaube ich. Ja, gut, nächste Level schon. Also, da, also, das müssen wir die roten, die blauen halt kaputt machen. Und die weißen eben konnte man nicht kaputt machen. Ja. So, dann jetzt hier ein anderer Modus. Da gibt es nur ein, zwei, drei andere Modus, die muss man auch quasi packen. Die haben halt deutlich weniger Levels, aber trotzdem noch nicht genauso schwer halt. Hier sieht man, die weißen Dinger kann man echt mit kaputt machen. Nur die anderen halt. Und die haben manchmal viel dabei. Ja. Keine Ahnung, warum der jetzt da durchfliegt. Dann gibt es hier noch hier, sieht man da oben, das Linen, da wo der einsaugt, das sind quasi so was wie so
Teleporterstation, dann kommt der Ball halt an anderen Stelle raus. So, und hier gibt es noch einen Level Creator, so selber ein Level machen, habe ich auch gemacht und dann versucht, natürlich war Level kacke. Spoiler, naja gut, aber sieht man gleich auch noch. Ja, so das nächste Level. Wie man sieht, eben der Level hat lange gedauert. Aber hier weiß hier so Level Creator, hier Level habe ich jetzt selber erstellt. Aber tja, wahrscheinlich falsch erstellt, hat bei mir nicht gerade viel Sinn. Der Level. Safe Map, ja. Naja. Ich habe dazu viele hier Teleporter-Dinger da reingebaut. Hier gibt es noch andere Farben und so weiter. Kann man aber viel machen, wenn man davon ein bisschen, ja gut, weil es das erste Mal ein bisschen Ahnung davon hat, dann macht das wahrscheinlich auch Spaß und macht das auch Sinn. Weil hier Level macht nämlich gar keinen Sinn. Ich glaube, den könnten wir gar nicht packen. Wie immer, wenn ich so einen Level Creator Dingsons benutze, egal was im Spiel, brauche ich meist erstmal so ein Kack-Level halt, wo man packen kann. Weiß nicht. Ja, so ist es halt. So, hier ist jetzt noch der Bauerngleich, Zaugstadt auch für Level. So, jetzt wird hier mal hier probiert. Und hier, ja, zivile Teleporterstation. Na, ja, ich muss dazu noch sagen. Keine Ahnung, ja. Wir müssen das ein bisschen mit beschaffen. Erstmal um zu wissen, welche Steine für was gut sind oder wo der Ball dann rauskommt. Das hier war jetzt einfach nur just for fun. Vielleicht kann auch irgendein Level da packen, aber ich packe nicht. Naja, gut, okay, das war halt hier erstmal. So, hier noch, zeige ich noch ein paar andere Levels noch.
Ja, das, ja, manchmal scheint hier auch einfach zu gehen. Muss man nur gucken, wo man den Ball halt letztendlich irgendwie hinschießen kann. So, hier sieht man mein Modul, hier das Schiff. Das ist ja, länger geworden, weil ich so ein paar Gegenstände eingesammelt habe. Da bleibt auch so eigentlich, müsste doch die Dauer auch so bleiben. Denke ich mir mal. Ja, jetzt hier noch die zwei Dinger da treffen. Also einfach ist das auch nicht. Immer halt. Ja, exakt schön da vorbei. Also hier, hat man gerade gesehen. In der Grafik. So, die gehen manchmal da in die Grafik rein und dann kommen die manchmal raus. Und wenn die rauskommen, dann kann man sie treffen. Also quasi auch nur zu dem Zeitpunkt. So, jetzt hier auch nur hier bei dem Spiel so halt. So, jetzt könnte ich da gar nicht treffen. Erst wenn das jetzt wieder aus der Grafik wieder rauskommt, so wie jetzt. Erst dann kann man das treffen. Okay. Früher habe ich auch nie so ganz drauf geachtet. Aber ist halt so. Naja. Egal, trotzdem cooles Spiel. Daumen hoch. Hat mir schon gefallen. Bin gleich abonnieren. Und ja, ich werde noch weiterhin probieren. Trophäen, ja, kann man eigentlich alle so ungefähr packen. Na gut. So, warte mit. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann.